So, hier geht eine Leiter. So geht eine Leiter. Reichen uns drei? Ich schmeiß weg. Aber die drei haben wir. Nein, drei reichen nicht. Brauchen noch zwei. Nochmal. Ja, und Stöckchen. Und zack und schwupp. Das, ist eigentlich ganz okay. Na, wir haben Schaufel. Wir haben doch, wir haben Schaufel. Lass uns schaufeln. Das, ich weiß nicht, was das da werden soll. Ah, nein, das war ein Fehler. Das war ja... Ja, das war ja schon außen. Kann man da zurück. Alles, was jetzt hier noch Erde ist, gefällt mir nicht so. Das kann, glaube ich, weg. Ja, ich weiß nicht, ob es eine Leiter sein soll. Aber jetzt ist es erstmal eine Leiter. Hier machen wir uns noch ein bisschen ein größeres Zimmer. Ich weiß nicht wofür. Vermutlich für Materialkrempel. Irgendwo müssen wir unsere Kisten ja unterbringen. Möglichst zugänglich. Das, hier der Raumtrenner. Machen wir so ein paar Löcher rein, haben wir so ein Billigregal. Nee, ist ja gar nicht Expedit, gell, heißt es, glaube ich. Ja, ganz ausgereift ist das Konzept noch nicht, aber in jedem Fall besser als vorher. Bis auf die Erde. Also was mir ganz gut gefällt, ist, dass man hier nicht wirklich runterfallen kann, weil ne, man stößt ja mit der Stirn an und ist dann direkt auf der Leiter. Ansonsten besteht immer die Gefahr, dass ich die Leiter nicht treffe und einfach runterhüpfe. Das ist ab einer gewissen Höhe nicht gesund. Dann fehlt natürlich vielleicht hier unten eine ähnliche Führung. Vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht. Aber hier ist jedenfalls noch viel Erde und das ist nicht so dolle. Kann man das hier wegmachen? Nein. Dann machen wir es halt wieder hin. So. Deswegen sieht das auch so uneinheitlich aus. Das kann da auch nicht, das kann schon weg. Aber da schon nicht mehr, da ist ja schon grün drüber. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt so wahnsinnig hoch haben will, diesen Raum. Also im Prinzip müsste da eher noch was hin, statt was weg. Fragt sich nur, wohin genau und was nun genau. Und ob wir das hier alles aus Stein haben wollen, das weiß ich auch nicht. Richtig rausgucken kann man hier nicht, ne? Das ist schon traurig. Ich würde da schon gerne rausgucken. Wie ist denn das hier? Wenn wir hier vorne rausgucken wollten, gucken wir da schon ins... da ist unsere Kohle gewesen. Da gucken wir schon hier irgendwo ins Wasser. Warum nicht? Unter unserem Weizen durch. Was ist denn das? Ist das Erde? Ja. Also da. Jetzt fließt das da schief. Weiß nicht, ob das so doll ist. Ja, hat auch einen Zug. Oh, wer denkt sich denn sowas aus? Das ist vielleicht auch ein bisschen hoch, aber wenn ich es niedriger mache, dann wird es ja auch nicht besser. Ja. Oder? Na,
weil so weit oben wollen wir ja gar nicht rausgucken. Wir wollen ja weiter unten rausgucken und es ist die Frage, ob wir... Muss man schon wissen, wie weit unten man rausgucken will. Ich weiß doch nicht, wie weit unten ich rausgucken will. Ja, wieso mache ich das eigentlich mit einer Erde und nicht mit... kann ich hier irgendwo stehen? Mal das ist. Wir fluten jetzt eigentlich unsere Bude, ne? So im Großen und Ganzen. Ich habe kein. Ich hole mir mal eben eine Glasscheibe. Keine Ahnung, wie sinnvoll das ist. Ich habe jetzt auch nicht abgezählt. Glasscheibe. Na, es müsste ja schon da irgendwo sein. Bevor wir uns die. Wieso komme ich da nicht hoch? Weil man da nicht hoch hüpft, sondern hochläuft. Okay. Wo ist das? Ach, hier zieht's doch schon wieder rein. Ja, okay. Es gibt also Strömung, Baby. Wir setzen da trotzdem mal so eine Glasscheibe rein. Sofern das möglich ist. Es ist uns nicht möglich, da eine Glasscheibe einzusetzen. Haben wir die Schaufel auch irgendwie weggemacht. Das heißt, das dauert. Aber wir haben ja Zeit. Das sage ich ja jetzt hier auch schon irgendwie öfter. So, guck mal. Bin mal gespannt. Kriegen das Zeug aber jetzt trotzdem nicht daraus geploppt. Egal. Ich, das bringt überhaupt nichts, weil ich ja gar nicht weiß, wo das ist. Irgendwo da. Das vermute ich aber nur. Das ist auch noch zu weit oben, nach meiner vorsichtigen Schätzung. Also womöglich flutet es uns trotzdem. Es wäre theoretisch möglich, Gegenmaßnahmen zu treffen, indem man hier was davor baut, so dass es uns so nur hier flutet und nicht überall. Das ist trotzdem zu weit oben. Kann ich buddeln, wie ich lustig bin. Aber ich kann ja hier auch noch runtergehen. Und vielleicht ein bisschen Licht machen. Und ein bisschen Eisen ab. Das geht auch. Ich weiß nicht, ob ich noch weiter runtergehen sollte. Ey, das, wie will ich das denn finden? Das ist Erde. Wie will ich das denn finden? Da ist Gras. Na, deswegen freue ich mich gerade so. Aber was heißt das? Eben floss hier auch noch Wasser. Ja, also wir haben das Wasser gefunden. Hier, gib mir mal meine Fackel wieder. Danke. Wir haben Wasser gefunden, aber nicht unsere Glasscheibe. Wir machen mal hier Licht, in der Hoffnung, dass wir das von außen sehen. Und kommen hier nicht raus, ist klar. Und dann schauen wir mal. Vielleicht braucht es doch eine Führung für mich und diese Leiter. Könnte ich natürlich auch einfach schlafen, aber sehr langweilig. So. Da unten ist die Kohle. Hier ist unser Dingens.
da unten. So weit oben ist die Glasscheibe. Das sind 1, 2, 3, 4. Block drüber und 1 nach rechts, wenn man von der anderen Seite dran steht. Wie viel nach oben? Was habe ich gesagt? Vergessen. Irgendwo da. Ah, genau da. Das ist unser Fenster. Falls jemand sich gefragt hat. Klacken wir hier auch jetzt so ein Fenster? Ich weiß nicht, ob wir jetzt auf der Höhe bleiben wollen. Was ist denn das hier? So hier so, das kann alles weg. Da ist noch mehr Eisen. Das kann weg, bis wir irgendwo da vorne dann wiederum Wasser zu vermuten haben. Da zum Beispiel. Da noch nicht offenbar. Hier, das ist ja alles Granit, ne? Glaube ich. Hier ein bisschen aufpassen vielleicht, aber das sieht aus, als ginge das. So, ein Panoramafenster ins Wasser, ne? Das ist so etwa der Plan. Also eine vage Idee. Um bei der Wahrheit zu bleiben. Mein Plan ist das bei weitem nicht. Und schon wieder eine Spitzhacke, fast alle. Ja, und dabei ist die aus Eisen. Das heißt, die hält schon ein bisschen was aus. So, was machen wir da jetzt rein? Bruchstein. Sollen wir uns ja mal nicht übertreiben hier mit... Das geht hier ganz schön weit nach hinten. Wir sind hier bei der Leiter und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wenn ich richtig zähle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nein, 8, 9. Ja, könnte hier jede Menge Glas hin. Das ist die Weizenscheibe, ne? Und das ist die, die wir von innen eingesetzt haben. Das kann jedenfalls erstmal weg. Glaube ich. Das mit der Leiter ist immer noch nicht so ganz... mir noch nicht so ganz klar, ob das so bleibt. Das weiß ich nicht. Das ist ein befriedigendes Konzept, das ist jetzt ästhetisch. Na, funktionstüchtig ist das quasi, wenn ich das mit der Steuerung einigermaßen und so. Ob der Raum dann so wirkt, wie ich das gerne hätte. Im Moment ist hier ja, ne, Kraut und Rüben. Aber abwarten. Jo. Nächste bitte. Ach, da ist schon wieder der Bruchstein. Okay. Wir haben es ja gleich. Wir haben es ja gleich und dann angeln wir mal eine Runde, ne? Hier nichts dazwischen kommt.
war es das? Ja, ne? Glaube ich. Ich hätte doch 9 abgezählt. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau genommen also bis da. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt noch gut geht. Aber warum sollte es eigentlich nicht? Irgendwo schräg über unserem Kopf wächst unser Brot. Hier weiß ich jetzt nicht, ob das weg kann. Wir werden es erfahren. Kann weg. Und, ja. Wir müssen das Zeug loswerden, sonst können wir nichts mehr aufnehmen.